Shukhasana, die Stellung des Papageis. Shukha heißt Papagei. Es gibt drei Stellungen, die als Shukhasana bezeichnet werden. Im Sri Tattva Nidhi wird gesagt, halte dich mit den Händen an einem Seil fest. Dann gib die Füße auf das Seil. Das ist Shukhasana, die Stellung des Papageis. Wenn wir also jetzt hier ein Seil hätten, das die Decke hinunterhängt, dann könnte Fabian mit den Händen an das Seil gehen und dann mit den Füßen um das Seil herum. Du kannst dir auch vorstellen, dass es wie Baddha Konasana, Bhadrasana ist. Du gibst die Füße zusammen, fast mit den Händen um die Füße und du stellst dir vor, dass du jetzt wie an einem Seil in der Unendlichkeit hängst. Übrigens haben wir bei Yoga Vidya auch Air-Yoga, Aerial-Yoga und es ist gar nicht so modern, dass man Asanas an Seilen oder Tüchern von der Decke herunterhängend macht. Das ist schon im Sri Tattva Nidhi wie auch in Hatha Vyasa Padati beschrieben, Texten, die mindestens auf das 19., eventuell sogar auf das 18. Jahrhundert zurückgehen. Shukha Devasana 2. Shukha Devasana 2 geht wie folgt. Bringe den rechten Fuß zwischen den linken Oberschenkel und die linke Ferse und so, dass die Knie relativ nahe zusammen sind. Die linke Ferse ist dabei unter dem Gesäß. Dann gib die Hände so zusammen, dass die Hände zusammen wie eine Lotusblüte formen. Die Handflächen zeigen dabei nach oben und schaue dabei zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Shukhasana 3. Shukhasana 3 ist eine fortgeschrittene Gleichgewichtsübung. Bringe die Hände auf den Boden und dann gib die Zehen eines Fußes auf einen Arm und die Knie, das Knie des anderen Beines auf den anderen Arm. Das ist Ardha Shukhasana. Mit etwas Übung probiere, nicht nur einen Fuß auf einen Arm zu bekommen, sondern auch den anderen. Oder eben gib beide Zehen oder die Zehen beider Füße auf den Arm. Das sind alles Variationen von Shukhasana, die Stellung des Papageis.